ich nicht, was das von mir will. Und jetzt geh kaputt. Ach ja, und auf den Typen hier wirken auch keine Blitzbomben. Allerdings kann man den, wenn man ordentlich auf den Kopf haut, auch verwirren. Also, den kann man verwirren. Fuck, fuck, fuck. Aua. Aber es ist nicht so schlimm wie mit der Mafumofo-Rüstung. Hat sich gelohnt, ne? Es ist schon wieder abgekackt. So, wieder Entschuldigung. Ist wieder hängen geblieben. Habt ihr ja mitgekriegt, ne? Ihr seht hier als erstes, wenn der Bildschirm weiß wird. Ich will das Ding jetzt noch schnell fertig machen. Bevor Remojoy noch 5-mal abkackt. Also, ich würde ja auch einfach aufhören und gucken, was los ist. Aber geht ja nicht, ich bin ja mitten im Kampf. So. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich habe schon ein Problem damit, dich zu treffen. Kommst du raus? Nein, er kommt nochmal. Oh. So. Und beim Daimyo Hermitower kennt man am Daimyo Blut. Das hat er vor seinem Mund, zeige ich euch dann mal. Dass er sehr geschwächt ist und fast tot. Ja. So, sein Panzer ist einmal angeknackt. Das wollte ich erreichen. Also der Panzer ist nicht die Schwachstelle, aber er kann kaputt gehen. Und da bekommt man Items. Also ich weiß nicht welche, deswegen, man bekommt Items dafür, dass man den kaputt macht. Und beim Shogunseana Tower, das ist ähnlich wie der, plus halt eben blau. Und der hat einen leicht anderen Panzer, den kann man komplett kaputt machen. Aber der wächst auch wieder nach, was der hier nicht macht. So. Nein, ich werde jetzt voll erwischt. Beim SMS. Nein, er ist abgehauen. So. Dann, Remojoy läuft immer noch. Respekt. Vielleicht bleibt es ja jetzt. Denn aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, ne? Gleich kommt auch. Ach, woher habe ich das gewusst? Bam, bam. Yeah, und nach vielen Schlägen und Schäden bleibt er mal so liegen. Hey, wir wurden nicht erwischt. Und Remojoy läuft immer noch. Schade, jetzt hätte er wieder wegfliegen müssen. So, und da ist er auch schon wieder. Also, und das ist kein Daimyo-Blut, das ist einfach nur, wenn er wütend ist. Also, ihr wisst ja, Monster werden wütend und der wird halt eben so wütend. Hey, ich bin gut durchgerollt. Könnte man fast als Maul bezeichnen. Und Remojoy steht immer noch. Ach ja, und für alle schlauen Beobachter, das Auge, was da rausgebrochen ist, das ist halt eben das kaputte. Und ich glaube, der kann zweimal kaputt gehen. Einmal hier das Auge raus und einmal das Horn. Wir haben hier echt Schwein. Das muss ich mal so zugeben. Das ist jetzt leider kein Können, das ist wirklich nur Schwein. Upp. Er ist weg. Wieder in der Neuen. Also eigentlich geht er nur in den Neuen, wenn er fast tot ist oder halt eben am Anfang. Ich weiß noch, meine alten Zeiten mit Bogen. Da habe ich ihn einmal durch das ganze Gebiet gescheucht. Also überall, wo er sein kann. Einmal durch. Und dann war er endlich wieder neun und dann war er tot. Da, das ist das Schwarze, ist das Daimyo-Blut. Es ist kein Dreck auf eurem Bildschirm, das ist Daimyo-Blut. Also, sag gute Nacht. Well, well, das hat jetzt... Da, das Horn geht auch noch kaputt. Alter, ich habe gesagt, du bist fast tot. Also, kipp,
Verdammt nochmal. Um. Du sollst umkippen. Remote hat durchgehalten. Ich muss das Ding noch aushalten. Und beten. Ah, schwarze Perle ist gut. Und beten, dass Remote Joy durchhält, nicht abkackt, da bleibt. Bleibt bei uns, Remote Joy. Und hoffen, dass die Aufnahme nicht ganz so schlecht ist. Und für alle, die als Remote Joy weg waren, hingeguckt haben. Ja, dass ich habe Kingdom Hearts als Hintergrund. Ich habe keinen besseren gefunden. Nee, also ich finde die Fanart wirklich toll. Ist wie eine Collage gestaltet. Und was mache ich jetzt, während der da doof rumliegt? Ich laufe auch doof rum. Remote ist abgekackt. Nichts enden. Ich kann keine Pause drücken, tut mir leid. Ja, das da ist der Hintergrund. Das hier ist meins. Warte. Also wir haben Remote zu schwach gelobt. Aber, also zu früh gelobt. Das wird eine ganze Arbeit, das zu zoomen und so. Also, ist ordentlich für euch hinzumachen. Aber wir haben Damien Hermitor geschafft, trotz aller Widrigkeiten, mit einem schönen Entschlussbild. Toni hat leider nichts bekommen. Ich hoffe, dass Remote Joy abgekackt ist, dass die oft, so oft und ich so viel darüber rede, stört euch nicht zu doll. Und ich hoffe, dass es wirklich nicht wieder passiert. Neue Länge, neue Trainingsschulen, Quest. Und ja, speichern. Ja, dann bleibt mir nichts mehr übrig, als mich zu verabschieden und eigentlich bis gleich zu sagen. Und mal schauen, was jetzt mit. Die Installationsdaten sind beschädigt. Bitte sehen die Daten erneut. Die Installationen konnten in der Quest nicht geladen werden. Okay. Dann dauert das Laden jetzt länger. Und ich verabschiede mich trotzdem. Wieder mal aller Widrigkeiten. Ich habe keine Ahnung, was hier alles spinnt. Und bevor Remote Joy nochmal Tschüss sagt, sag ich jetzt Ciao, bis gleich. Und ja, ihr seht mich gleich wieder und ich euch erst in einer Weile. Dann macht's gut. So, ja, es geht weiter. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit, da wir nachher los müssen. Aber ich muss jetzt noch was aufnehmen, sonst habe ich heute nichts zum Hochladen. Und in der letzten Session, also am Ende von der letzten Session, ist ja Remote Joy so ein paar Mal flöten gegangen. Ich glaube, ich weiß auch warum. Ich habe die Vermutung, dass es irgendwie an einem Wackelkontakt lag und es deswegen andauernd die Fehlermeldung gebracht hat. Es ist jetzt mein erster Versuch, dass es wieder klappt. Also ich hoffe, dass der Wackelkontakt weg ist. Und deswegen nehme ich auch nur kurz auf, damit ich nicht so viel nochmal machen muss. Weil ich finde es schon ein bisschen doof, wenn mitten in der Aufnahme plötzlich das Bild weg ist. Aber naja, ich kann jetzt nichts daran ändern. Die letzte Session ist vorbei, deswegen hoffe ich einfach, dass es nicht nochmal auftritt. Und mache jetzt schnell irgendeine Quest, damit ihr was zum Gucken habt und ich meinen persönlichen Verpflichtungen nachgehen kann und dann morgen richtig aufnehmen kann, sozusagen. Irgendwas, was schnell geht und was wir hoffen, also was wir vielleicht schon mal gemacht haben. Zum Beispiel Kongalala könnten wir machen. Wir könnten auch erstmal nur so nebenbei gucken, was man wie verbessern könnte oder neu machen. Oh, guck mal, von Anfang an grün, das ist doch super. Und sogar noch ein L. Fehlt uns nur noch einer. Messermakrele müssen wir angeln. Langurze Storrad-Eis, ne? Ja. Scharfe Klaue. Das wäre ja Kungalala. Ich könnte auch erstmal so Jagdhorn gucken. Eisenerz. Ah, okay, den haben wir schon. Kongalala-Pilz. Also Konga ist keine schlechte Idee. Dann vielleicht mal eine Waffe, die wir schon haben.
Ausrüstung wechseln. Ich könnte. Ja, ich benutze mal die Meister Chris. So, was ich noch so hineinlegen können. Jetzt noch eine schwarze Perle. Und dann hoffe ich mal, dass wir nicht ganz so doll verlieren. Und dann nehmen wir mal die Quest an, ne? Ach ja, und wer es gehört hatte, ich hatte gerade ein neues Lied im Hintergrund. Oh, wo sind wir jetzt hin? Hier. Das ist von Got Us Falling in Love Again. Das ist eine Parodie davon. Mit Minecraft. Ich glaube, Revenge heißt das. Also heißt das Lied. Wenn ihr es eingibt bei YouTube, müsstet ihr drauf kommen. Ich fand es super. Ich habe mich richtig amüsiert. Ich wirklich genial gemacht. Also wer gerade mal nichts zu tun hat oder was Tolles sehen will, einfach mal eingeben. Oder ihr könnt auch einfach nochmal zurückspulen und ganz laut machen und versuchen hinzuhören, ob ihr das Lied hört. Also falls überhaupt noch zurückspulen ist oder einfach Let's Play öffnen. Ah, Heißgetränke. So, und ein bisschen Deo, ne? Nehmen wir mal die Karte mit. So,